Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor hier gleich das Neo-Magazin Royal beginnt, möchte ich Ihnen noch ganz schnell die Millionenfrage stellen. Welcher bekannte Fernsehansager ist in der Lage, innerhalb von 10 Sekunden einen Zauberwürfel mit seinen Pobacken zu lösen? Vielleicht noch ein kleiner Tipp? 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Na, wissen Sie die Lösung? Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 33. Duftend dampft der Schmusetee. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Tom Blaschia und Fraktus. Musik Dendemann und die Freie Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Hallo. Neo-Magazin Royal vom 9. September 2000. Unsere Gäste heute, Tom Blaschia. Einer der Stars auf Game of Thrones, God of Many Faces und Live-Musik von Fraktus. Many-Faced God. Tom Blaschia, der Diener des Many-Faced Gods. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Neo-Magazin Royal. Ganz, wo ich dich gerade sehe, William. Nicht vergessen daheim. Weihnachten steht vor der Tür. Langsam sollten Sie den Karpfen in Süßwasser einlegen. Es ist Zeit, den Karpfen zu wässern. Ist mir auf die Idee gekommen, als ich dich gesehen habe. Das ist eine Ritterrüstung. Es ist Karpfenzeit, meine Damen und Herren. Wässern Sie jetzt langsam den Karpfen für das heilige Fest. Und ich, meine Damen und Herren, wir konnten die Sendung eigentlich, mussten Sie etwas verspätet starten, denn eine wahnsinnige Presseneuigkeit erreichte uns kurz vor der Aufzeichnung. Ich habe extra noch einen Praktikanten auf dem Segway zum Hauptbahnhof geschickt, damit er uns die neueste Ausgabe des Time Magazine aus Amerika besorgt. Unglaublich. Sanja, wir haben Sie jetzt da. Meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht. Was sind wir für ein Land von Nörglern und Quänglern? Wie sind wir oft mit uns unzufrieden? Aber jetzt hat es eine Deutsche geschafft, als Person of the Year auf das Time Magazine. Einfach, um mal der Welt zu zeigen, dass Deutschland ein neues Gesicht hat. Nicht immer das, was so in den Medien kolportiert wird. Nein, Deutschland sieht jetzt anders aus. Gratulation, Person of the Year, Beate Zschäpe, meine Damen und Herren. Beate Zschäpe auf dem Cover, nach 29 Jahren die erste Frau. Yes, wir haben es geschafft. Deutschland! Deutschland! Meine Damen, und natürlich, da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Gestern hat Beate Zschäpe ausgesagt vor dem Oberlandesgericht in München im großen NSU-Prozess, der wichtigste Neonazi-Prozess nach Kriegsende. Und Beate Zschäpe hat ausgepackt. Sie hat 2,5 Jahre vor Gericht geschwiegen, 4 Jahre insgesamt hat sie die Fresse gehalten. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat sie noch angefangen zu plaudern und sie hat gestanden, sie war nicht Mitglied. Sie war kein Mitglied der rechten Terrorgruppe NSU. Sie hat das alles nur aus Liebe gemacht. Der ganze Hass letztlich nur aus Liebe. Hass aus Liebe, meine Damen und Herren. Entsprechend heute der Hashtag der Woche. Hass aus Liebe, wenn Sie über diese Sendung schreiben wollen. Wenn Sie ein Fan von Beate Zschäpe, unserer Person of the Year sind, auf dem Cover des Time Magazine twittern Sie Hass aus Liebe. Beate Zschäpe war nicht Mitglied in der rechten Terrorgruppe NSU im nationalsozialistischen Untergrund. Sie wusste bloß von den Sprengstoffanschlägen. Sie wusste von den 10 Morden und sie lebte anderthalb Jahrzehnte lang mit Nationalsozialisten im Untergrund zusammen. Aber sie war nie Mitglied im nationalsozialistischen Untergrund, denn sie hatte keinen Mitgliedsausweis. Beate Zschäpe hat niemals einen Mitgliedsantrag ausgefüllt für den NSU. Sie hat nie Mitgliedsbeiträge gezahlt und Sie können alle Leute im Umfeld von Beate Zschäpe fragen. Sie hat nie irgendjemandem erzählt, dass sie im NSU war. Sie war nicht, sie hat aber komplett ausgeplaudert vor Gericht. Und als Beate Zschäpe, das hat sie gesagt in der Stellungnahme vor Gericht, als Beate Zschäpe von den NSU-Morden erfuhr, war sie, nach ihrer Aussage vor Gericht, sie war sprachlos. Sie war geschockt und sprachlos. Und als sich die beiden Uwes
im Wohnmobil die Rüben weggeblasen haben, war sie sogar mundlos. Sie war, sie war nie Mitglied im NSU. Sie hat von nichts gewusst. Quasi, sie hat alles, und wenn, dann hat sie es nur aus Liebe getan. Beate Schäpe hat von nichts gewusst. Wahrscheinlich ist sie Mitarbeiterin beim Verfassungsschutz Thüringen. Das glaube ich aber auch. Aber, meine Damen und Herren, aber sie fühlt sich schuldig. Beate Schäpe hat vor Gericht gesagt, sie fühle sich schuldig. Es tue ihr aufrichtig leid. Ihrem rechten Arm tut es aufrichtig leid. All das, was passiert ist. Sie fühlt sich wirklich schuldig, vor allen Dingen, dass sie die Morde nicht verhindern konnte. Beate Schäpe fühlt sich schuldig, dass sie die Morde in anderthalb Jahrzehnten nicht verhindern konnte. Ich meine, was hätte sie in 15 Jahren machen sollen? Zur Polizei gehen? Hätte sie zur Polizei... Ja, wahrscheinlich hätte sie zur Polizei gehen sollen. Oh, was höre ich gerade? Wir müssen ein kleines bisschen Werbung machen, sorry. Machen Sie mit beim großen NSU-Emoji-Quiz und beantworten Sie folgende Frage. Welcher Uwe verbirgt sich hinter diesem Emoji? A. Mundlos. B. Bönhardt. Machen Sie mit und gewinnen Sie 7 brennende Sunlight-Wohnmobile im Gesamtwert von 888.888 Euro. Seit 4 Jahren schweigt sie, um jetzt zu singen. Sie wollte Liebe und wurde zu Hass gezwungen. Sie hat von nichts gewusst. Beate Schäpe, das Musical. Im Land geregt sitzt heute Beate Schäpe. Eine verliebte Hausfrau. Ja, ich bin Neonazi. Lächeln denk ich an Hitler. Ihre 3 tollpatschigen Pflichtverteidiger. Wir sind Herr Stahl und Sturm. 2 Vertrauensanwälte und ein urkomisches Comedy-Oberlandesgericht. Beate Schäpe, das Musical. Demnächst für ganz, ganz lange in der Musical-Vollzugsanstalt Stadelheim. Die Auflösung des großen NSU-Emoji-Quiz. Wir hatten gefragt, welcher Uwe verbirgt sich hinter diesem Emoji? Und die richtige Lösung lautet... C. Ochsenknecht. Und der Gewinner der 7 brennenden Sunlight-Wohnmobile im Gesamtwert von 888.888 Euro ist Hans-Georg Maaßen, 53, aus Köln. Gratulation, den glücklichen Gewinner. Toll, Beate Schäpe, das Musical. Endlich, endlich ist es soweit. Endlich singt sie. Ah, reden ist Silber, singen ist... Ich bin, meine Damen und Herren, letzte Sache zum Fall Beate Schäpe. Ich bin juristischer Laie. Aber wenn ich ihr Verteidiger wäre, ich hätte ihr geraten, weiterhin zu schweigen. Apropos, das würde ich auch Xavier Naidoo raten, meine Damen und Herren. Xavier Naidoo hat eine neue Single rausgebracht, hat eine neue Single veröffentlicht. Nicht er selber, sondern sein Kumpel Gerd, der deutsche Komiker Gerd Duddenhöfer, alias Jürgen Todenhöfer. Auf seiner Facebook-Seite hat Jürgen Todenhöfer einen neuen Song von Xavier Naidoo veröffentlicht mit dem Titel Nie wieder Krieg. Xavier Naidoo, oder wie seine Freunde ihn nennen, der John Lennon von Mannheim, hat wieder gesungen, er hat wieder zugeschlagen. Man weiß nicht, was schlimmer ist, Xavier Naidoos Texte oder Krieg, aber er singt gegen Krieg, nie wieder Krieg. Xavier Naidoo singt in diesem Song, ich glaube die erste oder zweite Zeile gleich, Muslime tragen den neuen Judenstern, alles Terroristen, wir haben sie nicht mehr gern. Muslime tragen den neuen Judenstern. Viele Xavier Naidoo-Fans waren ganz erfreut. Was? Gibt einen neuen Judenstern? Xavier Naidoo singt Nie wieder Krieg. Toller, wahnsinnig toller Song. Gefällt mir sehr gut. Auch der Bundeswehr gefällt der Song sehr gut. Die überlegt ihn jetzt als Abschreckungswaffe direkt mit nach Syrien zu nehmen und über Raqqa abzuwerfen. Dieser Krieg wird kein leichter sein. Oh, apropos Flüchtlinge, apropos Krieg, apropos nie wieder Krieg. Solange der Amoklauf von San Bernardino nicht aufgeklärt ist, sollen keine Moslems mehr in die USA reisen. Hat Donald Trump gesagt, meinte er ernst, solange der Amoklauf nicht aufgeklärt ist, keine Moslems mehr rein nach Amerika. Da hat wohl einer zu viel ZDF-Info geguckt. Aber Donald Trump hat noch andere Vorschläge. Solange die amerikanische Wirtschaft schwächelt, wird die Sklaverei einfach wieder eingeführt. Why not? Einfach mal out of the box thinken. Einfach mal... Donald Trump. Meine Damen und Herren, damit hat Amerika endlich offiziell einen größeren Arsch als den von Kim Kardashian. Apropos, tolle Nachrichten aus dem Hause West Kardashian. Kim und Kanye haben von Gott persönlich ein neues Baby geschenkt bekommen. Er musste lange auf den Termin warten, aber dann hat er ihm das übergeben. Der neue West heißt mit Vornamen Saint West.
Der Name ist extra neutral gewählt. Bei Familie Kardashian weiß man ja nie so ganz genau, für welches Geschlecht sie das Kind später mal entscheiden möchte. Saint West. Kanye West meint, er kann es kaum erwarten, bis sein Sohn die ersten Schritte übers Wasser tut. So, ich freue mich wahnsinnig. Dende, kennt Dende? Ja. Viele neue Zuschauer des Neo-Magazin wundern sich ja. Warum moderiert der Rapper auf einmal eine Comedy-Sendung? Komm mal her, Hikmet, komm mal, der Rapper, der Polizeirapper hat eine Comedy-Sendung. Diese Rapper, ne? Das kann jeder sagen. Dende Mann und die Freie Radikale. Yeah. Alle mal hören, auch wenn mein Style ätzend ist. Jetzt gibt es erstmal zwei, drei Messages. Etwas Lässiges, den Stress vergessendes. Hättest du es gedacht, wer hier der Beste ist? Der Freie Radikale Hammer Sound, just pop up the volume. Ja, und mach mal laut, und Maxi cuttet hinterm Drehtisch. Und ich und mein Mikrofon, wir sind magnetisch. Auf der Swag ist ein bisschen zu derbe. Ab morgens porte ich eine zerrissene Schärfe. Ich bin eiskalt wie ein Beate-Emoji, denn an dem Teil hier bleib ich der Pate wie Toni. Ich mein ja nur, wollte ich euch nicht vorenthalten. Und das hier oben, das sind alles Sorgenfalten. Es klappt nicht immer, manchmal patze ich auch. Und dann sag ich einfach dreimal Nazis raus. Ja, ihr sollt mir glauben, wenn ich sag, folgt dem Sound. Doch ihr schüttelt nur die Köpfe und ihr wollt die Augen. Der Pausenclown tanzt durch Zeit und Raum. Doch mit allem gegen rechts bin ich auf jeden down. Mann, ihr sollt mir glauben, wenn ich sag, folgt dem Sound. Doch ihr schüttelt nur die Köpfe und ihr wollt die Augen. Ja, der Pausenclown tanzt durch Zeit und Raum. Doch mit allem gegen rechts bin ich auf jeden down. Denn Mann, Hass aus Liebe ist der Hashtag der Woche. Hass aus Liebe. Nicht vergessen, meine Damen und Herren, langsam den Karpfen wässern. Langsam den Karpfen wässern. Unser Gast heute, Tom Blaschier, hier zu Gast. Faceless Man. Und gleich noch Live-Musik von Fraktus. Das Thema Xavier Naidoo. Wir wollen uns nicht nur um Beate Zschäpe kümmern, auch wenn sie die Person of the Year ist. Die erste Frau seit 29 Jahren auf dem Cover. Apropos, Beate, tolle Geschenkidee. Überlege ich vielleicht, ihr in die JVA Stadelheim zu schicken. Geschenkabo für Beate Zschäpe. Kann sie mal nachlesen. Einfach ganz unverbindlich mal reingucken, wer eventuell ein kleines bisschen mit, aber ich will da niemanden zu irgendwas drängen. Meine Damen und Herren, wir reden nicht nur über Beate Zschäpe, natürlich nicht. Es geht auch ein kleines bisschen, wir müssen die Causa Xavier Naidoo nachbereiten, denn es ist was ganz, ganz Tolles passiert. Und was genau, das erklärt uns jetzt unser Blutegel auf den roten Teppichen der Republik, unsere Boulevard- und Gesellschaftsreporterin Larissa Ries. Larissa, es ist jetzt knapp zwei Wochen her, der große Eurovision Song Contest Skandal. Xavier Naidoo sollte für Deutschland in Stockholm singen. Dann wurde er aufgrund massiver Kritik wieder ausgeladen. Marek Lieberberg, großer Konzertveranstalter mit vielen Stars, hat dann eine Anzeige geschaltet, eine ganze Seite Menschen für Xavier Naidoo. Und ist es wirklich wahr, du hast Xavier Naidoo aufgespürt? Wir haben ihn aufgespürt. Nein. Und tatsächlich ein Interview mit ihm bekommen. Ganz kurz, lass mich das kurz mal eben sacken lassen. Du hast ein Interview mit Xavier Naidoo bekommen. Der hat doch zu niemandem irgendwas gesagt. Nein, und bei uns war es wirklich das erste Mal, dass er gesprochen hat. Wie ist er drauf? Wie geht's ihm persönlich? Gut. Meine Damen und Herren, das ist für uns als kleine Digitalspartenshow wirklich so eine große Sensation, dass wir Xavier Naidoo, nicht wir, sondern Larissa Ries, Xavier Naidoo vor das Mikrofon, vor die Kamera bekommen hat, dass wir dir eine eigene Rubrik geschenkt haben. Vielen Dank. Ries mal Neo heißt sie. Einfach, und ich bin mal gespannt, was er sagt. Meine Damen und Herren, das große Exklusivinterview zum allerersten Mal im deutschen Fernsehen spricht Xavier Naidoo, herausgekitzelt von Larissa Ries. Zum ersten Mal nach dem Skandal um den Eurovision Song Contest gibt Deutschlands erfolgreichster und bester Musiker Xavier Naidoo ein Fernsehinterview. Ich bin sehr gespannt, was er zu den Ereignissen der letzten Wochen zu sagen hat. Herzlich willkommen, Xavier Naidoo. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ja, Xavier Naidoo, ganz Deutschland. Moment, was ist denn Deutschland? Deutschland gibt es doch gar nicht. Wissen Sie, was Deutschland rückwärts gelesen heißt? Nein, was? Snarstut. Das, was ihr Echsenmenschen Deutschland nennt, ist doch nichts weiter als ein de facto besetzter, nicht souveräne Groß GmbH, gelenkt von Baron Totschild und Eichhörnchen. Xavier Naidoo, Sie sollten für Deutschland in Stockholm beim Eurovision Song Contest singen. Dann gab es Kritik, dann wieder nicht. Wie fühlen Sie sich denn jetzt? Leicht verwirrt, ein bisschen müde und paranoid. Viele Ihrer Kritiker... Ich bin nicht impulsiv.
Warum haben Sie auf einmal eine Mütze aus Alufolie auf? Warum haben Sie keine auf? Sind Sie verrückt? Gegenfrage. Sind Sie vom Mossad gelenkt? Nee, mich würde das wirklich interessieren. Sind Sie verrückt? Xavier ist in erster Linie Mensch. Wenn ich Xavier mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das scharfer Verstand, Weltoffenheit, zarte Hände und immer was zu rauchen dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Xavier ein toller Mensch ist. Lass sie doch. In Ihrem Song Nie wieder Krieg singen Sie die Textzeile: Muslime tragen den neuen Judenstern, alles Terroristen, wir haben sie nicht mehr gern. Wie soll man diesen Reim verstehen, wenn nicht als offizielle Anmeldung der intellektuellen Privatinsolvenz? Ja, warum denn nicht? Xavier ist ein toller Mensch. Ich verstehe zum Glück sehr schlecht Deutsch. Vielen Dank, Xavier Naidoo. Larissa Ries, meine Damen und Herren, im Exklusivinterview. Ries mal Neo. Hashtag der Woche. Hass aus Liebe. Ach, eine Sache hat mich diese Woche besonders beschäftigt. Haben Sie es mitbekommen? Mein Alter, fällt mir wahnsinnig schwer, öffentlich drüber zu reden. Mein alter Chef ist falsch. Harald Schmidt ist nicht mein alter. Die guten Texte der letzten Jahre waren alle von mir. Ich habe für ihn gearbeitet. Jetzt wird er Tatortkommissar. Ist eine Meldung, wo man zuerst mal, also ich in meiner Position, können Sie ganz kurz einmal still sein? Ich muss kurz mal eben drüber nachdenken, ob das überhaupt eine gute Sache ist, das hier in der Sendung zu erzählen. Mal eben, ganz kurz. Ach ja. Vorletzte Sendung. Es wäre eine ganz gute Gelegenheit, ein paar geile Gags darüber zu machen, dass mein alter Vorgesetzter, die senile Late-Night-Lichtgestalt Harald Schmidt, nächstes Jahr Tatortkommissar werden möchte. Ach, wohl, kann man das machen? Einerseits ja. Die Leute werden nervös. Schnell was durch den Raum. Es ist so einfach, die Leute zum Lachen zu bringen. Also Gags über Harald. Einerseits, ich meine, sich öffentlich über Harald Schmidt lustig zu machen, dem Übervater der gehobenen Unterhaltung, selbst wenn er inzwischen offenbar völlig durchgeknallt ist, das ist aus meiner Position ein absolutes No-Go. Weil Harald steht doch immer über den Dingen. Harald hat immer recht. Harald hat ja bis zum Schluss irgendwie nie irgendwas falsch gemacht. Na gut, ich meine, zu Lebzeiten hat man das auch über Hitler gesagt, aber... Die Leute, warum lachen die Leute? Ach so, wegen Hitler. Ich meine, was hätte Harald aus der Meldung gemacht, dass Harald Schmidt Tatortkommissar wird? Er hätte es wahrscheinlich nur konsequent gefunden, dass nach dem Münsteraner Tatort, in dem Schauspieler ohne Humor lustig sein dürfen, jetzt endlich auch Humoristen, die nicht schauspielern können, schauspielen dürfen. Aber ich als Jan Böhmermann, ich kann solche Gags öffentlich nicht bringen. Dazu fehlt mir das Standing. Und ich meine, das wirkt doch irgendwie komisch. Oh, die Leute gucken wieder. Soundmaschine. Kleines Digitalspatenwürstchen. Haralds Fußstapfen sind viel zu groß, um darüber Scherze zu machen. Ich meine, muss man auch nicht alles kommentieren immer. Ich meine, besser Harald wird Tatortkommissar, als der Solidargemeinschaft oder der Pflegekasse auf der Tasche zu liegen. Und immer noch besser Tatortkommissar in Freiburg zu sein, als sich einen Seidenschal umzuhängen und moppelig, reich und selbstzufrieden im Spiegel-Interview zu gestehen, dass man seine Fernseharbeit der letzten 30 Jahre immer gehasst hat. Nee, ich halte mich schön zurück mit öffentlichen Äußerungen. Da können andere Gags drüber machen. Ich bin doch nicht blöd. Aber ganz im Ernst, ey, was ist mit den Leuten los, ne? So, was war... Ach so, oh. Sendung. Meine Damen und Herren, William Cohn hat eine eigene Rubrik im Neo-Magazin Royal. Das ist eine kleine Veräppelung des jungen Nachrichtenformats Heute Plus. Im großen ZDF, das Format heißt Heute Minus und kommt jetzt.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Heute Minus, Ihrer hippen wöchentlichen Nachrichtensendung für all die Ghetto-Gandalfs und Silversurfer da draußen. Wie tickt die Jugend? Was ist crazy? Und was ist eher boring? Wir sind Ihre Machete im dichten Hipster-Dschungel. Los Angeles. Das Kind von Kim Kardashian und Kanye West ist endlich da. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir empfehlen den Namen Go oder Wild Wild. Irgendwo in einer weit, weit entfernten Galaxis. Die Vorfreude auf den neuen Star Wars Film versetzt die Welt in Ekstase. Hell yeah. Beam me up, Kenobi. Pew, pew. Kommen wir nun zum Netzfund der Woche, dem Twerken. Ein verrückter neuer Popotanz aus den Vereinigten Staaten, von dem die Kids gerade nicht genug bekommen. Obergeilon. Auch wir von Heute Minus können bei diesem Späßchen nicht die Hüften stillhalten. Baui, baui, das fetzt. Shake the ass. Und nun ab ins World Wide Web. Wir haben für Sie die drei meistverwendeten Lügen im Internet enttarnt. Drittens, ja, ich habe die AGB gelesen. Zweitens, ja, ich bin über 18. Erstens, Geschlecht, Frau. Hot, hot, hot. Die Rentnertaste der Woche ist wie letzte Woche alt. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out, bitches. Ihr William Kohn. Das ist das aktuelle Album unserer heutigen musikalischen Gäste. Welcome to the Internet, die Elektropioniere aus Brunsbüttel, gleich live hier im Neo-Magazin. Aber zuvor begrüßen Sie unseren ersten Gast von internationalem Format, meine Damen und Herren. Er ist einer der Stars, einer der wenigen deutschen Stars der erfolgreichen, mega amerikanischen Superserie Game of Thrones. Nächstes Jahr geht die nächste Staffel los und hoffentlich kann er jetzt die Frage beantworten. Was verdammt nochmal mit Jon Snow passiert? Begrüßen Sie mit mir den Faceless Man, den Diener des Many-Faced God. Hier ist Tom Blaschia! Tom Blaschia, schön, dass du da bist. Die erste Frage, nur damit ich weiß, ob wir auf dem gleichen Stand sind. Bei welcher Staffel bist du zur Zeit von Game of Thrones? Bei der sechsten. Du bist schon bei der sechsten. Du bist bei der sechsten. Was muss ich dir geben? Ich kann die Platte von Fraktus. Möchtest du Person of the Year werden? Was passiert mit Jon Snow? Ist er wieder da oder ist er gestorben? Am Ende der letzten Staffel. Kit Harington lebt noch. Der Schauspieler, ja, also so viel kann ich sagen. Alles andere... Was würde passieren, wenn du das... Ich meine, wir sind ja jetzt nicht wirklich öffentlich. Das gucken die 100.000 Leute, die das jetzt hier sehen. Was würde passieren, wenn du das jetzt verraten würdest? Gäbe es dann ab nächster Staffel einen neuen Many-Faced God? Ich glaube, dann bin ich ein ganz heißer Kandidat für den nächsten grausamen Serientod, ja. Stirbst du denn in der nächsten Staffel? Kann man das... Schwierig. Kannst du mir wissen? Also ich sag dir, also es ist ja ein bisschen schwierig jetzt, also du stehst ja am Stoff. Ja, ich stehe am Stoff, ja. Wenn einer am Stoff steht, dann stehe ich am Stoff. Es ist ja ein bisschen schwierig, mich umzubringen. Das stimmt. Es ist jetzt meine Hoffnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert. Du bist Gestaltwandler in der Serie. Genau. Du wechselst deine Gestalt. Ist das ein Schnitttrick oder kannst du das selber? Also lernt man das auf der Schauspielschule? Nee, das kann ich von Haus aus. Deswegen... Du bist ein ausgebildeter Schauspieler, du bist an der... Warte, ich hab sofort... Ach, schauen Sie doch kurz in den Film. Das ist Tom Blaschia. Tom
Tom Vlaschia, der 1973 in Osteros auf die Welt gesächselte Thomas Vlaschia, machte als einziger unbesorgter Bürger der Region Abitur an der Hodor Gesamtschule. Es folgte eine Schauspielausbildung sowie ein Nebenjob bei der ARD als Tatort-Set-Reiniger. Nach seiner ersten großen Nebenrolle als Wildleder-Aktentasche im Film Das Stauffenberg-Attentat kam der internationale Durchbruch als gesichtsloser Weirdo aka Jaqen H'ghar in der Reality-Show Game of Thrones. Als einer der wenigen, die von George R.R. Martin noch nicht getötet wurden, weiß er vermutlich sogar, ob Jon Snow noch lebt. Möglicherweise hat er auch die Handynummer von Khaleesi. Der passionierte Mittagsschläfer setzt sich gemeinsam mit Lena, Rainer Kallmund und dem Auberginen-Emoji für Ernährungssicherheit in Äthiopien ein. Also brace yourself, liebes Publikum. Tom Vlaschia is coming. Valar Morghulis. Also, viel Richtiges dabei. Ist nicht so schlecht. Tom. Wenn ich richtig informiert bin, die Dreharbeiten für Game of Thrones finden zum Teil auch in Europa statt. Also so weit musst du gar nicht reisen, oder? Ja, nur in Europa. Also die Studios sind in Belfast und wird auch ganz viel in Nordirland gedreht. Und dann gibt es meistens noch ein südliches Setting. Also dieses Jahr war das Spanien. Letzten zwei Staffeln war es Kroatien und dann noch Island. Also alles, was nördlich der Mauer spielt, ist Island. War ich leider noch nicht. Das ist ein internationales Team an Schauspielern, aber auch an Leuten hinter den Kulissen, die da zusammen sind. Gibt es da so eine deutsche Community? Also Sibyl Kikkeli hat immer mitgespielt. Peter Dinklage ist ja letztlich auch Deutscher. Dinklage. Dinklage. Lohne Dinklage bei Osnabrück. Ich glaube, da muss er doch herkommen, oder? Lohne Dinklage, wie man in Amerika sagt. Ja, oder? Also ist doch eine... Ich frage ihn demnächst mal, ja. Gibt es da so eine deutsche Community im Team? Also dass ihr euch, oder ist, verschmilzt das alles? Ja, also Sibyl habe ich ja vor der Kamera nie getroffen. Aber die war ja in einem ganz anderen Erzählstrang drin. Mhm. Wir haben dann mal im Hotel zusammen gefrühstückt, aber das war's dann. Wie kommt man überhaupt als deutscher Schauspieler an so eine Rolle ran? Also wirst du dann angerufen von einer Agentur, da braucht man jemanden, dessen Gesicht man regelmäßig auswechseln kann? Ja, also das war natürlich dann das berühmte bisschen Glück, was man braucht. Ich habe ja vor Game of Thrones auch schon ein paar Jahre geschauspielert. Ja. Und irgendwann war mir hier ein bisschen langweilig, weil ich nicht an die Projekte rangekommen bin, die ich gern gehabt hätte. Und dann dachte ich, okay, ich muss noch irgendwas was anderes machen und hatte dann die Idee, mir in London eine Agentur zu suchen. Hatte da ein bisschen Glück und naja, Game of Thrones wird halt in London gecastet, weil es halt auch hauptsächlich europäische Schauspieler sind. Es sind ja Engländer, Iren. Wann geht es weiter mit der nächsten Staffel? April? Nicht so früh also wie letztes Jahr, ne? Jetzt bis Mitte Dezember wurde gedreht und dann ab April wieder. Also ich weiß nicht, ob ab Anfang oder Ende April, aber April. Ich weiß überhaupt nichts. Du weißt es nicht oder du darfst es nicht sagen? Nee, der Start der Staffel soll eine große Überraschung werden. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber letzte Woche ist ein Teaser rausgekommen und da stand dann HBO April. Ich habe ein Bild gesehen von Jon Snow mit Blut im Gesicht, aber er sah nicht sehr tot aus. Habe ich auch gesehen. Ich versuche es nochmal mit so Beckmann-Techniken. Irgendwie da noch so. Tom, ich meine, wir sind doch jetzt wirklich hier komplett unter uns. Angenommen, wir würden dir jetzt hier in so einer Telenovela bei ZDF Neo eine Ersatzrolle anbieten, falls du rausgeschmissen wirst bei Game of Thrones. Keine Ahnung, irgendwie zusammen mit irgendwelchen deutschen Komikern, Matze Knob oder sowas, eine Comedy-Nummer. Schön irgendwie. Klingt gut. Mike Krüger, so eine kleine Comedy-Nummer. Würdest du dann Jon Snow hieß? Kannst du wenigstens einmal gucken, wie dein Hauptcharakter so lange böse angucken? Ich guck dich böse. Nein, du guckst so entrückt. Bin ich total nett. Ich denke immer, man kann dir nicht trauen in der Serie. Ist er es jetzt oder ist irgendeiner, der auf der Straße, dem du auf der Straße begegnest, ist er das jetzt? Man kann dir nicht trauen. Du bist kein Charakter, der sehr vertrauenswürdig ist. Ist jetzt nicht sehr nett. Also ich finde mich total. Jetzt nicht du persönlich, du schon. Naja. Also persönlich schon. Aber als wie heißt es? Jaqen H'ghar. Jaqen H'ghar. Ja, der hat natürlich einen Plan, ne? Über den ich nicht reden darf. Bist du denn Nein, das ist ja das Coole an Game of Thrones, dass alle Charaktere sehr doppeldeutig sind. Also ich glaube, das macht auch einen Teil des Erfolgs aus, dass man halt nie genau weiß, was jemand im Schilde führt. Und ja, es macht einfach Spaß, anderen Leuten beim Intrigieren zuzugucken. Hast du denn die Bücher gelesen? Oder bist du wirklich, kommst du ans Set und da kriegst du erst deinen Text? Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen, also die ersten beiden englischen, also bevor ich da rein bin. Und seitdem aber dann nur die Serie geguckt.
Es geht ja jetzt auch auseinander. Also George Martin schreibt ja zum Glück sehr langsam. Ja, also das wäre ich vielleicht gar nicht mehr wiedergekommen. Er ist schon, man fragt sich sowieso als verdammt nochmal. Das Allerschlimmste für deutsche Gucker ist wirklich Game of Thrones. Man fragt sich als Game of Thrones-Fan am allermeisten Angst davor, nicht, dass Jon Snow stirbt, dass dein Charakter stirbt, dass irgendwie Tyrion Lannister untergeht oder sowas, sondern hoffentlich stirbt J.R.R. Tolkien, ich fast gedacht, Martin nicht. Hoffentlich stirbt der Autor nicht. Ja, auch das schon, weiß ich nicht. Also. Hat er immer noch diesen Elektrorollstuhl, mit dem er ans Set kommt? Ich glaube, er ist ziemlich mobil. Habe ich mal gesehen, dass er irgendwie aus Bequemlichkeit oder weil er irgendwie gerade in so einem Schreibtunnel war, dass er sich nur noch auf so einem Elektrorollstuhl bewegt hat und ans Set gefahren ist und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, der wollte nur die Fans nervös machen. Bringt so eine Rolle in so einer Serie auch auf dem deutschen Schauspielmarkt neue Möglichkeiten? Also demnächst, keine Ahnung, im Freiburger Tatort, Kommissar oder sowas? Ja, also man merkt es schon. Also das ist natürlich weltweit ein riesiger Erfolg und ich merke es ganz deutlich so in den Angeboten, die jetzt kommen. Der nächste James Bond Bösewicht. Nice. Bitte? Entschuldigung, nice wollte ich nur. Nice. Willst du eine Frage stellen oder was ist hier los? Ich weiß nicht, wie Hollywood das Ganze ist. Andy und Haley, sind die jetzt zusammen? Wer ist denn Andy? Bei Modern Family. Ich dachte, ihr kennt euch ja alle in Hollywood. Ist eine gute Frage, Daniel, aber so eng. Meine Damen und Herren, kennst du Fraktus? Bist du noch auf dem deutschen Musikmarkt? Bist du noch auf dem neuesten Stand? Fraktus haben momentan eine riesige Klage am Laufen gegen Moses Pelham vom Bundesverfassungsgericht, sind Elektropioniere, waren vor Kraftwerk da und sind jetzt, ich glaube, das erste Album seit Jahren, haben wieder ein neues Album rausgebracht. Welcome to the Internet, also sind nach wie vor am Puls der Zeit. Ist hier gerade eine Motte durchgeflogen oder war das der Faceless Man? Haben eine neue Platte rausgebracht, Welcome to the Internet, einfach ein Zeichen, sind immer noch am Puls der Zeit. Sie kommen aus Brunsbüttel, tüfteln da an ihren Elektrogeräten herum und jetzt ist es wieder soweit. Meine Damen und Herren, lieber Tom, lehn dich zurück und entspann dich. Hier kommt Fraktus zum ersten Mal im deutschen Fernsehen live mit der neuen Single aus ihrem gleichnamigen Album, Welcome to the Internet. Fraktus! Hello, my name is Dicky Starshine. I want to tell you something. Imagine you could be all over the world. Imagine you could be whatever you want to be. Imagine you could meet whoever you want to meet. And imagine you could buy anything at every time. But Dicky, that's not possible. How could it happen? This must be a dream. No, this is not a dream. This can be reality. Ladies and gentlemen, boys and the girls, welcome. To the internet. Explain, it's electric. It's like you have contact through a cable. Through a cable? You must joking. No, I not. Wow, who made it? I, Dicky Starshine. I made it for the people of the world. Thank you, Dicky. Not for that. Welcome to the internet. The old world is dead.
to the internet. We never go to bed. They never go to bed. Welcome to the internet. Welcome and welcome. The old world is dead. I said it already. Welcome to the internet. Welcome in the internet. The future's ahead. Thorsten Turf Peazuno. Very good morning, Thorsten. Play the solo. Good, Thorsten. And now sing along with me. Come on. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Fragt uns! Das aktuelle Album Welcome to the Internet. Fragt uns! Großer Applaus für Tom Blaschia! Nächste Woche zu Gast, meine Damen und Herren, im letzten Neo-Magazin Royal. Nicht vergessen, bitte wässern Sie Ihren Karpfen noch vor Weihnachten. Olli Dittrich, bis nächste Woche. Tschüss, Dänemann und die Freie Radikale. Vielen Dank, Tom. Dankeschön. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Wir sind das Neo. Das war das Neo-Magazin, Roy. Was mach ich eigentlich hier? Ich bin eine Werbeikone. Ich bin größer als Verona Feldbusch, Daniela Katzenberger und der Melittermann zusammen. Ich sollte am Strand von Tijuana Koks von den vollständig entharten Leibern eines gendergemischten Flamenco-Ensembles ziehen, wie es sich meine Mutter immer für mich gewünscht hat. Stattdessen mache ich hier Bernd das Brot für ein paar degenerierte Medienjournalisten, 0,4% Langzeitstudenten beim Vorglühen für die nächste Après-Ski-Party und eine Handvoll Lobotomie-Patienten, die es nicht geschafft haben, nach der Heute-Show umzuschalten, und sage das Bügelfernsehen des Feuilletons an. Ich gehe jetzt in meinen Partykeller und saufe mich auf Anstaltniveau rauf. Hasta la vista, Baby! Bis Mitte Dezember wurde gedreht und dann ab April wieder. Also ich weiß nicht, ob ab Anfang oder Ende April, aber April. Ich weiß überhaupt nichts. Du weißt es nicht oder du darfst es nicht sagen? Nee, der Start der Staffel soll eine große Überraschung werden. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, aber letzte Woche ist ein Teaser rausgekommen und da stand dann HBO April. Ich habe ein Bild gesehen von Jon Snow mit Blut im Gesicht, aber er sah nicht sehr tot aus. Habe ich auch gesehen. Ich versuche es nochmal mit so Beckmann-Techniken. Irgendwie dann noch so. Tom, ich meine, wir sind doch jetzt wirklich hier komplett unter uns. Angenommen. Wir würden dir jetzt hier in so einer Telenovela bei ZDF Neo eine Ersatzrolle anbieten, falls du rausgeschmissen wirst bei Game of Thrones. Keine Ahnung, okay. Irgendwie zusammen mit irgendwelchen deutschen Komikern, Matze Knob oder sowas, eine Comedy-Nummer. Schön irgendwie. Klingt gut. Mike Krüger, so eine kleine Comedy-Nummer. Würdest du dann Jon Snow hieß? Kannst du wenigstens einmal gucken, wie dein Hauptcharakter so lange böse angucken?
Nee, nee, sie meinen Hauptcharakter, also, ja, also, dich angucken, nee, also, böse angucken. Ich guck nicht böse. Nein, du guckst nicht, du guckst so entrückt. Bin ich total nett. Ich denk immer, man kann dir nicht trauen in der Serie. Ist er es jetzt oder ist irgendeiner, der auf der Straße, dem du auf der Straße begegnest, ist er das jetzt? Man kann dir nicht trauen. Du bist kein Charakter, der sehr vertrauenswürdig ist. Ist jetzt nicht sehr nett, also ich finde mich total... Nicht jetzt du, nein, jetzt nicht du persönlich, du schon. Naja. Also persönlich schon, aber als wie heißt es, Jackenhagar. Jackenhagar. Ja, der hat natürlich einen Plan, ne? Über den ich nicht reden darf. Bist du denn nein, das ist ja das Coole an Game of Thrones, dass alle Charaktere sehr doppeldeutig sind. Also ich glaube, das macht auch einen Teil des Erfolgs aus, dass man halt nie genau weiß, was jemand im Schilde führt, und ja, es macht einfach Spaß, anderen Leuten beim Intrigieren zuzugucken. Hast du denn die Bücher gelesen? Oder bist du wirklich, kommst du ans Set und da kriegst du erst deinen Text? Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen, also die ersten beiden englischen, mhm, also bevor ich da rein bin. Und seitdem aber dann nur die Serie geguckt. Es geht ja jetzt auch auseinander. Also George Martin schreibt ja zum Glück sehr langsam. Ja, also das wäre ich vielleicht gar nicht mehr wiedergekommen. Man fragt sich sowieso als Game of Thrones, das Allerschlimmste für deutsche Gucker ist wirklich Game of Thrones. Man fragt sich als Game of Thrones-Fan am allermeisten Angst davor, nicht, dass Jon Snow stirbt, dass dein Charakter stirbt, dass irgendwie Tyrion Lannister untergeht oder sowas, sondern hoffentlich stirbt J.R.R. Tolkien, ich fast gedacht, Martin nicht. Hoffentlich stirbt der Autor nicht. Ja, auch das schon, weiß ich nicht. Also, hat er immer noch diesen Elektrorollstuhl, mit dem er ans Set kommt? Ich glaube, er ist ziemlich mobil. Habe ich mal gesehen, dass er irgendwie aus Bequemlichkeit oder weil er irgendwie gerade in so einem Schreibtunnel war, dass er sich nur noch auf so einem Elektrorollstuhl bewegt hat und ans Set gefahren ist und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, der wollte nur die Fans nervös machen. Bringt so eine Rolle in so einer Serie auch auf dem deutschen Schauspiel, ich glaube gegen Moses Pelham vom Bundesverfassungsgericht, sind Elektropioniere, waren vor Kraftwerk da und sind jetzt, ich glaube, das erste Album seit Jahren, haben wieder ein neues Album rausgebracht, Welcome to the Internet, also sind nach wie vor am Puls der Zeit. Ist hier gerade eine Motte durchgeflogen oder war das der Faceless Man? Haben eine neue Platte rausgebracht, Welcome to the Internet, einfach ein Zeichen, sind immer noch am Puls der Zeit. Sie kommen aus Brunsbüttel, tüfteln da an ihren Elektrogeräten herum und jetzt ist es wieder soweit. Meine Damen und Herren, lieber Tom, lehn dich zurück und entspann dich. Hier kommt Fraktus zum ersten Mal im deutschen Fernsehen live mit der neuen Single aus ihrem gleichnamigen Album Welcome to the Internet. Fraktus! Hello, my name is Dicky Starshine. I want to tell you something. Imagine you could be all over the world. Imagine you could be whatever you want to be. Imagine you could meet whoever you want to meet. And imagine you could buy anything at every time. But Dicky, that's not possible. How could it happen? This must be a dream. No, this is not a dream. This can be reality. Ladies and gentlemen, boys and the girls, welcome. To the internet. Explain, it's electric. It's like you have contact through a cable. Through a cable? You must joking. No, I not. Wow, who made it? I, Dicky Starshine. I made it for the people of the world. Thank you, Dicky. Not. Dann wieder nicht. Wie fühlen Sie sich denn jetzt?
Leicht verwirrt, ein bisschen müde und paranoid. Viele Ihrer Kritiker... Ich bin nicht impulsiv. Warum haben Sie auf einmal eine Mütze aus Alufolie auf? Warum haben Sie keine auf? Sind Sie verrückt? Gegenfrage. Sind Sie vom Mossad gelenkt? Nee, mich würde das wirklich interessieren. Sind Sie verrückt? Xavier ist in erster Linie Mensch. Wenn ich Xavier mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das scharfer Verstand, Weltoffenheit, zarte Hände und immer was zu rauchen dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Xavier ein toller Mensch ist. Lass sie doch. In Ihrem Song Nie wieder Krieg singen Sie die Textzeile Muslime tragen den neuen Judenstern, alles Terroristen, wir haben sie nicht mehr gern. Wie soll man diesen Reim verstehen, wenn nicht als offizielle Anmeldung der intellektuellen Privatinsolvenz? Ja, warum denn nicht? Xavier ist ein toller Mensch. Ich verstehe zum Glück sehr schlecht Deutsch. Vielen Dank, Xavier Naidoo. Larissa Ries, meine Damen und Herren, im Exklusivinterview. Ries mal Neo, Hashtag der Woche, Hass aus Liebe. Ach, eine Sache hat mich diese Woche besonders beschäftigt. Haben Sie es mitbekommen? Mein Alter, fällt mir wahnsinnig schwer, öffentlich drüber zu reden. Harald Schmidt ist nicht mein Alter. Ich habe alle seine, die guten Texte der letzten Jahre waren alle von mir. Ich habe für ihn gearbeitet. Jetzt wird er Tatortkommissar. Ist eine Meldung, wo man zuerst mal, also ich in meiner Position, können Sie ganz kurz einmal still sein? Ich muss kurz mal eben drüber nachdenken, ob das überhaupt eine gute Sache ist, das hier in der Sendung zu erzählen. Mal eben, ganz, ganz kurz mal eben. Ach ja. Vorletzte Sendung. Es wäre eine ganz gute Gelegenheit, ein paar geile Gags darüber zu machen, dass mein alter Vorgesetzter, die senile Late-Night-Lichtgestalt Harald Schmidt, nächstes Jahr Tatortkommissar werden möchte. Ach, wohl, kann man das machen? Einerseits ja. Die Leute werden nervös. Schnell was durch den Raum. Es ist so einfach, die Leute zum Lachen zu bringen. Also Gags über Harald. Einerseits, ich meine, sich öffentlich über Harald Schmidt lustig zu machen, dem Übervater der gehobenen Unterhaltung, selbst wenn er inzwischen offenbar völlig durchgeknallt ist, das ist aus meiner Position ein absolutes No-Go. Ich meine, Harald steht doch immer über den Dingen. Harald hat immer recht. Harald hat ja bis zum Schluss... Doch, ja, alle in Hollywood. Ist eine gute Frage, Daniel, aber... So eng. Meine Damen und Herren, kennst du Fraktus? Bist du noch auf dem deutschen Musikmarkt? Bist du noch auf dem neuesten Stand? Fraktus haben momentan eine riesige Klage am Laufen gegen Moses Pelham vom Bundesverfassungsgericht, sind Elektropioniere, waren vor Kraftwerk da und sind jetzt, ich glaube, das erste Album seit Jahren, haben wieder ein neues Album rausgebracht. Welcome to the Internet, also sind nach wie vor am Puls der Zeit. Ist hier gerade eine Motte durchgeflogen oder war das der Faceless Man? Haben eine neue Platte rausgebracht, Welcome to the Internet, einfach ein Zeichen, sind immer noch am Puls der Zeit. Sie kommen aus Brunsbüttel, tüfteln da an ihren Elektrogeräten herum und jetzt ist es wieder soweit. Meine Damen und Herren, lieber Tom, lehn dich zurück und entspann dich. Hier kommt Fraktus zum ersten Mal im deutschen Fernsehen live mit der neuen Single aus ihrem gleichnamigen Album Welcome to the Internet. Fraktus! Hello, my name is Dicky Starshine. I want to tell you something. Imagine you could be all over the world. Imagine you could be whatever you want to be. Imagine you could meet whoever you want to meet. And imagine you could buy anything at every time. But Dicky, that's not possible. How could it happen? This must be a dream. No,
This is not a dream. This can be reality. Ladies and gentlemen, boys and the girls, welcome. The internet. But Dickie, what is the internet? How can I explain? It's electric. It's like you have contact. Schnüffeln da an ihren Elektrogeräten herum und jetzt ist es wieder soweit. Meine Damen und Herren, lieber Tom, lehn dich zurück und entspann dich. Hier kommt Fraktus. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen live mit der neuen Single aus ihrem gleichnamigen Album Welcome to the Internet. Fraktus! Hello. My name is Dickie Starshine. I want to tell you something. Imagine you could be all over the world. Imagine you could be whatever you want to be. Imagine you could meet whoever you want to meet. And imagine you could buy anything at every time. But Dickie, that's not possible. How could it happen? This must be a dream. No, this is not a dream. This can be reality. Ladies and gentlemen, boys and the girls, welcome to the internet. Explain, it's electric. It's like you have contact through a cable. Through a cable? You must joking. No, I not. Wow, who made it? I, Dickie Starshine. I made it for the people of the world. Thank you, Dickie. Not for that. Welcome to the internet. Welcome to the internet. The old world is dead. The old world is dead. Welcome to the internet. Welcome to the internet. We never go to bed. Say never go to bed. Welcome to the internet. Welcome and welcome. The old world is dead. I said it. But Dickie, what is the internet? How can I explain this? It's electric. It's like you have contact through a cable. Through a cable? You must joking. No, I not. Wow, who made it? I, Dickie Starshine. I made it for the people of the world. Thank you, Dickie. Not for that. Welcome to the internet. Welcome to the internet. The old world is dead. The old world is dead. Welcome to the internet. Welcome to the internet. We never go to bed. Say never go to bed. Welcome to the internet. Welcome and welcome. The old world is dead. I said it already. Welcome to the internet.
Welcome in the internet. The future's ahead. Thorsten Turf Pale Solo. Very good, Moran Thorsten. Play the solo. And now sing along with me, come on. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Welcome to the internet. Welcome, welcome to the internet. Fraktus! Das aktuelle Album Welcome to the Internet, Fraktus! Großer Applaus für Tom Blaschia! Nächste Woche zu Gast, meine Damen und Herren, im letzten Neo-Magazin Royal. Nicht vergessen, bitte wässern Sie Ihren Karpfen noch vor Weihnachten. Olli Dittrich, bis nächste Woche. Tschüss, Dendemann und die Freie Radikale. Vielen Dank, Tom. Dankeschön. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Ja, wir sind Neo, Neo, frei und radikal. Wir sind das Neo-Magazin Royal. Also ich finde mich total... Nicht jetzt du, nein. Jetzt nicht du persönlich, du schon. Naja. Also persönlich schon. Aber als wie heißt es, Jackenhagar. Jackenhagar. Ja, der hat natürlich einen Plan, ne? Über den ich nicht reden darf. Bist du denn nein, das ist ja das Coole an Game of Thrones, dass alle Charaktere sehr doppeldeutig sind. Also ich glaube, das macht auch einen Teil des Erfolgs aus, dass man halt nie genau weiß, was jemand im Schilde führt, und ja, es macht einfach Spaß, anderen Leuten beim Intrigieren zuzugucken. Hast du denn die Bücher gelesen? Oder bist du wirklich, kommst du ans Set und da kriegst du erst deinen Text? Ich habe die ersten beiden Bücher gelesen, also die ersten beiden englischen, mhm, also bevor ich da rein bin. Und seitdem aber dann nur die Serie geguckt. Es geht ja jetzt auch auseinander. Also George Martin schreibt ja zum Glück sehr langsam. Ja, also das wäre ich vielleicht gar nicht mehr wiedergekommen. Man fragt sich sowieso als Game of Thrones, das Allerschlimmste für deutsche Gucker ist wirklich Game of Thrones. Man fragt sich als Game of Thrones-Fan am allermeisten Angst davor, nicht, dass Jon Snow stirbt, dass dein Charakter stirbt, dass irgendwie Tyrion Lannister untergeht oder sowas, sondern hoffentlich stirbt J.R.R. Tolkien, ich fast gedacht, Martin nicht. Hoffentlich stirbt der Autor nicht. Ja, auch das schon, weiß ich nicht. Also. Hat er immer noch diesen Elektro-Rollstuhl, mit dem er ans Set kommt? Ich glaube, er ist ziemlich mobil. Habe ich mal gesehen, dass er irgendwie aus Bequemlichkeit oder weil er irgendwie gerade in so einem Schreibtunnel war, dass er sich nur noch auf so einem Elektro-Rollstuhl bewegt hat und ans Set gefahren ist und geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, der wollte nur die Fans nervös machen. Bringt so eine Rolle in so einer Serie auch auf dem deutschen Schauspielmarkt neue Möglichkeiten? Also demnächst, keine Ahnung, im Freiburger Tatort, Kommissar oder sowas? Ja, also man merkt es schon. Also das ist natürlich weltweit ein riesiger Erfolg und ich merke es ganz deutlich so in den Angeboten, die jetzt kommen. Der nächste James Bond Bösewicht. Nice. Bitte? Entschuldigung, nice wollte ich nur. Nice! Willst du eine Frage stellen oder was ist hier los? Ich weiß nicht, wie Hollywood das Ganze ist. Andy und Haley, sind die jetzt zusammen? Wer ist denn Andy? Bei Modern Family. Ich dachte, ihr kennt euch ja alle in Hollywood. Ist eine gute Frage, denn aber so eng. Meine Damen und Herren, kennst du Fraktus? Bist du noch auf dem deutschen Musikmarkt? Bist du noch auf dem neuesten Stand? Fraktus haben momentan eine riesige Klage am Laufen gegen Moses Pelham vom Bundesverfassungsgericht. Sind Elektropioniere, waren vor Kraftwerk da und sind jetzt, ich glaube, das erste Album seit Jahren, haben wieder ein neues Album rausgebracht. Welcome to the Internet, also sind nach wie vor am Puls der Zeit. Ist gerade eine Motte durchgeflogen oder war das der Faceless Man?
Haben eine neue Platte rausgebracht, Welcome to the Internet, einfach ein Zeichen, sind immer noch am Puls der Zeit. Sie kommen aus Brunsbüttel, tüfteln da an ihren Elektrogeräten herum und... Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out, bitches. Ihr William Kohn. Das ist das aktuelle Album unserer heutigen musikalischen Gäste. Welcome to the Internet, die Elektropioniere aus Brunsbüttel, gleich live hier im Neo-Magazin. Aber zuvor begrüßen Sie unseren ersten Gast von internationalem Format, meine Damen und Herren. Er ist einer der Stars, einer der wenigen deutschen Stars der erfolgreichen, mega-amerikanischen Superserie Game of Thrones. Nächstes Jahr geht die nächste Staffel los und hoffentlich kann er jetzt die Frage beantworten. Was verdammt nochmal mit Jon Snow passiert? Begrüßen Sie mit mir den Faceless Man, den Diener des Many-Faced God. Hier ist Tom Blaschia! Tom Blaschia, schön, dass du da bist. Die erste Frage... Nur damit ich weiß, ob wir auf dem gleichen Stand sind. Bei welcher Staffel bist du zur Zeit von Game of Thrones? Bei der sechsten. Du bist bei der sechsten. Was muss ich dir geben? Ich kann die Platte von Fraktus. Möchtest du Person of the Year werden? Was passiert mit Jon Snow? Ist er wieder da oder ist er gestorben? Am Ende der letzten Staffel. Kit Harington lebt noch. Der Schauspieler, ja. Also so viel kann ich sagen. Alles andere... Was würde passieren, wenn du das... Ich meine, wir sind ja jetzt nicht wirklich öffentlich. Das gucken die 100.000 Leute, die das jetzt hier sehen. Was würde passieren, wenn du das jetzt verraten würdest? Gäbe es dann ab nächster Staffel einen neuen Many-Faced God? Ich glaube, dann bin ich ein ganz heißer Kandidat für den nächsten grausamen Serientod, ja. Stirbst du denn in der nächsten Staffel? Kann man das... Schwierig. Kannst du mir wissen? Also ich sag dir, also es ist ja ein bisschen schwierig jetzt. Also du stehst ja am Stoff. Ja, ich stehe am Stoff, ja. Wenn einer am Stoff steht, dann stehe ich am Stoff. Es ist ja ein bisschen schwierig, mich umzubringen. Das stimmt. Es ist jetzt meine Hoffnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert. Du bist Gestaltwandler in der Serie. Genau. Du wechselst deine Gestalt. Ist das ein Schnitttrick oder kannst du das selber? Also lernt man das auf der Schauspielschule? Nee, das kann ich von Haus aus. Deswegen... Du bist ausgebildeter Schauspieler, du bist an der... Warte, ich habe sofort... Ach, schauen Sie doch kurz in den Film. Das ist Tom Blaschia. Tom Blaschia, der 1973 in Osteros auf die Welt gesächselte Thomas Blaschia, machte als einziger unbesorgter Bürger der Region Abitur an der Hodor Gesamtschule. Es folgte eine... Und das hier ist Jan Böhmermann. Magazin Royal vom 9. September 2000. Unsere Gäste heute, Tom Blaschia! Ja. Einer der Stars auf Game of Thrones, God of Many Faces und Live-Musik von Fraktus! Ja. Many-Faced God. Tom Blaschia, der Diener des Many-Faced Gods. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Neo-Magazin Royal. Wo ich dich gerade sehe, William. Nicht vergessen daheim. Weihnachten steht vor der Tür. Langsam sollten Sie den Karpfen in Süßwasser einlegen. Es ist Zeit, den Karpfen zu wässern. Ist mir auf die Idee gekommen, als ich dich gesehen habe. Das ist eine Ritterrüstung. Es ist Karpfenzeit, meine Damen und Herren. Wässern Sie jetzt langsam den Karpfen für das heilige Fest. Und ich, meine Damen und Herren, wir konnten die Sendung, eigentlich mussten Sie etwas verspätet starten, denn eine wahnsinnige Presseneuigkeit erreichte uns kurz vor der Aufzeichnung. Ich habe extra noch einen Praktikanten auf dem Segway zum Hauptbahnhof geschickt, damit er uns die neueste Ausgabe des Time Magazine aus Amerika besorgt. Unglaublich. Sanja, wie haben Sie jetzt da? Meine Damen und Herren, Sie glauben es nicht. Was sind wir für ein Land von Nörglern und Quänglern? Wie sind wir oft mit uns unzufrieden? Aber jetzt hat es eine Deutsche geschafft als Person of the Year auf das Time Magazine. Einfach, um mal der Welt zu zeigen, dass Deutschland ein neues Gesicht hat. Nicht immer das, was so in den Medien kolportiert wird. Nein, Deutschland sieht jetzt anders aus. Gratulation. Person of the Year, Beate Zschäpe, meine Damen und Herren. Beate Zschäpe.
auf dem Cover nach 29 Jahren die erste Frau. Yes, wir haben es geschafft. Deutschland! Meine Damen, und natürlich, da passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Gestern hat Beate Zschäpe ausgesagt vor dem Oberlandesgericht in München im großen NSU-Prozess, der wichtigste Neonazi-Prozess nach Kriegsende. Und Beate Zschäpe hat ausgepackt. Sie hat 2,5 Jahre vor Gericht geschwiegen, 4 Jahre insgesamt hat sie die Fresse gehalten. Und jetzt kurz vor Weihnachten hat sie noch angefangen zu plaudern und sie hat gestanden, sie war nicht Mitglied. Sie war kein Mitglied der rechten Terrorgruppe NSU. Sie hat das alles nur aus Liebe gemacht. Der ganze Hass letztlich nur aus Liebe. Hass aus Liebe, meine Damen und Herren. Entsprechend heute der Hashtag der Woche. Hass aus Liebe, wenn Sie über diese Sendung schreiben wollen. Wenn Sie ein Fan von Beate Zschäpe, unserer Person of the Year sind, auf dem Cover des Time Magazine twittern Sie Hass aus Liebe. Beate Zschäpe war nicht Mitglied in der rechten Terrorgruppe NSU im nationalsozialistischen Untergrund. Sie wusste bloß von den Sprengstoffanschlägen. Sie wusste von den 10 Morden und sie lebte anderthalb Jahrzehnte lang mit Nationalsozialisten im Untergrund zusammen. Aber sie war nie Mitglied im nationalsozialistischen Untergrund, denn sie hatte keinen Mitgliedsausweis. Sie hat nie einen...